Ja, Uwe Neuhaus, Trainingsauftakt bei Arminia, sind jetzt Erstligatrainer, zumindest vom Training. Spiel war ja noch nicht, Mitte September geht's los. Ja, wie groß ist Ihre persönliche Vorfreude? Ja, schon sehr groß. Ich finde, wir hatten ausreichend Urlaub, den wir aber benötigt haben. Ich glaube, dass es jeder gemerkt hat, dass letztes Jahr eben halt durch Corona erstmal länger war, deutlich länger und auch deutlich anstrengender. Und deswegen haben wir die Pause benötigt und ich denke auch, dass sie jeder genutzt hat und vollständig erholt heute antreten konnte. Was haben Sie in der Mannschaft vorm Training heute Morgen mit auf den Weg gegeben in der Kabine? Ja, zum einen nochmal daran erinnert, wie wir es geschafft haben, unseren Teamgeist wieder mit vom ersten Tag mit einbringen. Konzentration auf das, was gefordert wird, bestmögliche Ausführung, auch die ganz, ganz kleinen, einfachen Dinge, dass wir die da wieder anfangen. Und dass wir natürlich als Mannschaft mit den Neuzugängen dann auch zusammenwachsen müssen. Und dann können wir auch die erste Liga bestehen. Das habe ich Ihnen gesagt. Natürlich war Corona auch ein Thema, logisch. Man kann nicht so tun, als wenn es gestern gewesen wäre und heute nicht mehr gibt. Deswegen müssen wir uns auch wieder an die Regeln halten, müssen die gleiche Disziplin, das gleiche Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gruppe natürlich auch wieder an den Tag legen, damit wir unsere Ziele erreichen können. Ansonsten wird es schwer. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass zum Start wirklich schon eine gewisse Anzahl von Zuschauern im Stadion dabei sein kann? Ich habe keine Glaskugel zu Hause, wo ich reingucken kann. Das weiß man nicht. Es hängt von unserem ganzen Land ab, denke ich mal, wie jeder Einzelne damit umgeht. Wenn es so weitergeht wie in den letzten, weiß nicht, 2, 3, 4 Wochen, dann wird es wahrscheinlich schwer, dass wir vielleicht überhaupt Zuschauer reinkriegen, geschweige denn das Stadion voll bekommen. Sie sprachen eben schon die Neuzugänge an, 4 sind es bisher. Wo soll denn noch Verstärkung her? Ja, wir halten weiterhin die Augen auf, das ist klar. Und über einzelne Positionen habe ich noch nie gesprochen, weil es würde auch dann eigentlich unnötig Unruhe dann auch in die Mannschaft bringen. Wenn ich sage, wir brauchen noch 3 Innenverteidiger, dann wissen 4 Mann da hinten auch wei. Also von daher macht es wenig Sinn. Wir wissen auch, dass wir eine schwierige Zeit haben, gerade auch was die Finanzen angeht. Müssen wir auch sorgfältig ein Auge drauf haben und von daher lassen wir uns mal überraschen. In welchen Schrauben können Sie denn noch drehen? Sie sagen, der Teamgeist ist top, das ist glaube ich unbestritten. Geht es mehr in die taktische Variabilität, körperliche Fitness? Wo geht noch mehr? Was schon gut war. Ja, körperliche Fitness glaube ich nicht. Also wenn wir da versuchen würden, jetzt nochmal 10% draufzulegen, dann hätten wir damit so sehr zu tun, dass die anderen Dinge darunter leiden würden. Und ich glaube, das ist nicht notwendig. Man kann schon Vergleiche anstellen zur ersten Liga. In der zweiten Liga waren wir die laufstärkste, in der ersten Liga wären wir die drittlaufstärkste Mannschaft gewesen. Also von daher glaube ich, dass wir in dem Punkt gut gerüstet sein werden. Taktische Variabilität, sicherlich ein Thema, das habe ich heute Morgen auch gesagt, dass wir weiterhin in der Art und Weise auch unseren Fußball weiter fortführen wollen. Natürlich nicht so blauäugig sein dürfen und sagen, unser 4-3-3, das gilt jetzt für alle 34 Spiele, egal wie die Ergebnisse sind, dann würden wir uns selber keinen Gefallen tun. Also von daher werden wir schon wahrscheinlich die Fünferkette auch mit ins Programm aufnehmen, um im Spiel, um zwischen den einzelnen Spielen umzuschalten und wollen uns da auch einiges erarbeiten. Für was soll Ihre Arminia denn in der neuen Saison stehen als Marke Arminia, der als Aufsteiger in die Liga kommt, unabhängig von den Ergebnissen und dass man natürlich in der Klasse bleiben möchte? Ja, vielleicht das, was ich gerade so gesagt habe, dass wir weiterhin unsere Art und Weise spielen wollen, uns jetzt nicht irgendwie verstecken oder Franks in die Hose machen, nur weil wir in der ersten Liga sind. Dass dort jede Menge Qualität auf uns wartet, denke ich mal, dürfte klar sein, eine der besten Ligen der Welt. Mit vielen Topspielern, die auch zu den Besten der Welt gehören, da müssen wir schon nochmal, jeder Einzelne für sich und aber auch als Team nochmal ein bisschen draufpacken und jede einzelne Trainingseinheit wieder nochmal neu und nochmal mehr konzentrieren und nie aufhören wollen, sich zu verbessern. Auf wen oder was freuen Sie sich besonders in der Liga? Gibt es da irgendwelche speziellen Vereine, alte Trainerkollegen, mit denen man sich gerne besonders gerne misst? So viel Zeit haben wir jetzt nicht.
Ja, ich freue mich grundsätzlich auf alles. Ich glaube, jede Mannschaft, die in der ersten Liga ist, hat es verdient, haben ihre Qualitäten schon bewiesen. Natürlich freut man sich auch auf die Highlight-Spiele. Da ich eine Dortmunder Vergangenheit habe, freue ich mich natürlich auch auf das Stadion wieder, auch wenn es wahrscheinlich nicht voll besetzt sein wird. Nein, das ist schon eine tolle Aufgabe, auf die wir uns alle auch freuen müssen. Es darf jetzt keine zu große Angst da sein, nee, Spaß dran haben. Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigt und sich nicht versteckt, gierig ist, mutig ist und einen guten Fußball spielt. Sie haben gerade das halbleere oder sogar die leeren Stadien angesprochen. Haben Sie als Trainer mehr zu tun sozusagen, dadurch, dass die Fans nicht da sind, müssen Sie mehr motivieren, müssen Sie ein bisschen euphorisieren, übernehmen Sie da so ein bisschen auch einen Teil, einen Part, den sonst die Fans übernommen haben? Wie gehen Sie damit um? Naja, den Part übernehmen, den die Fans normalerweise innehaben, das schaffe ich nicht. Also ich glaube, dass man im Laufe der Woche in der Vorbereitung auf das nächste Spiel seine Arbeit erledigen muss, dass man sicherlich irgendwo einen Plan hat, wie man das Spiel angehen will, aber auch dann reagieren kann. Das muss man aber alles vormachen und nicht auf dem Platz. Also wenn ich versuchen würde zu motivieren, kann ich die Zuschauer bei weitem nicht ersetzen. Fabian Klos konnte die zweite Liga sehr, sehr gut. Was schauen Sie ihm in der ersten Liga zu? Glauben Sie, da marschiert er auch so durch? Er ist ja nicht alleine durchmarschiert. Er war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, ein totaler Führungsspieler. Das erwarte ich auch wieder von ihm, dass er sich genauso ins Zeug legt wie in der zweiten Liga. Und dann werden wir sehen, keiner weiß es, was er zu leisten imstande ist. Dass ich ihm einige Tore zutraue, denke ich mal, dürfte klar sein. Was gibt es vom Verlauf her? An dem Ende kann ja nur Zielklassenerhalt stehen. Gibt es da Wünsche, Ziele? Gut, um zu starten sicherlich, schnell sicher zu sein, gut mitzuspielen. Was kann man da noch formulieren? Naja, als Aufsteiger gibt es ja nichts Einfacheres, als zu sagen, Klassenerhalt. Das kann jeder verstehen. Ich glaube, keiner beschwert sich hier. Klassenerhalt kann Relegation bedeuten. Klassenerhalt kann ein Tor, was mehr geschossen wurde, im Vergleich zum Gegner sein. Klassenerhalt kann Platz 10 sein, also Klassenerhalt ist weitläufig definiert. Was ist Ihnen am liebsten? Sicherheit am 20. Spieltag? Ja, es wird nicht funktionieren. Das ist ja nicht machbar. Also genauso wenig wie am 30. Wenn da 4 Spiele und 12 Punkte zu vergeben sind, dann ist in der Regel immer noch alles möglich. Nein, das, was ich gerade gesagt habe, dass die Mannschaft mit Überzeugung und mit Mut Fußball spielt und die Dinge ausschöpft, die sie kann. Sie haben eben die Corona-Krise angesprochen. Wird das an den normalen Kraftverhältnissen irgendwas ändern oder werden es wieder die Bayern, um ganz konkret zu fragen, am Ende oben sein? Naja, dass sie oben stehen werden, das ist klar, wie weit oben ist, wissen wir nicht. Manchmal gibt es so eine Überraschungsmannschaft, aber Favorit sind sie immer. Von daher ist es nicht zu sehr aus dem Fenster gelehnt.